Herzlich willkommen auf meinem Kanal Pelle 210479 Zockt. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind am LS 19 Hof Bergmann. Und ja, wir werden jetzt unseren ersten Tag beenden. Jetzt müssen wir überlegen, bis 1 Uhr, bis 2, 3, 4, 5, 6. Auch nicht schlecht. Das Bild kann ich noch nicht. Ja, und wir sind wieder da. Okay, da müssen wir doch jetzt gleich mal hochgehen. Zur Käserei. Ja, heute Regen. Nein, heute Sonnenschein. Heute soll Sonnenschein kommen. Das klingt doch super. Nehmen wir doch gleich mal den kleinen. Nee, den nehmen wir nicht, weil wir nehmen hier den. Haben wir keine Milch? Gucken wir mal. Hätten wir. Da. So, das war's an Milch. Dann nehmen wir die nämlich jetzt mit und fahren einmal schnell zur Käserei. Und werden mal nach unserem Käse schnell schauen. So. Kein Platz mehr. Ja, das ist natürlich schlecht. Dann würde ich sagen, nehmen wir die doch gleich mit. Und bringen die zu unserem Hofladen, wo die nette Schnu drauf wartet, dass wir jetzt ihr fleißige Sachen bringen, die sie natürlich verkaufen kann. So, was wir uns gleich auch, denke ich, noch mal kaufen werden, ist die Buttermaschine. Weil ich denke mal, wir sollten auch Butter herstellen. Das sollte, denke ich, auch für uns interessant sein. Und auch noch mal für den Verkauf vom Dorfladen. So. Unsere leckere frische Milch. Also jetzt weiß ich gar nicht, es gab Leute, die geschrieben hatten, beziehungsweise das gesagt wurde, dass die Käsemaschine irgendwie aus sein muss, damit der Käse produziert wird. So, jetzt hatte ich sie die ganze Zeit angehabt und es wurde Käse produziert. Weiß ich nicht, was jetzt hier so stimmt und was irgendwie nicht stimmt. Also ich würde mal sagen, das funktioniert auch so. Ich würde nochmal einen Schluck drauf geben. Und das würde ich jetzt erstmal stehen lassen. Ich will raus.
So, jetzt würde ich schon fast sagen, die bringen wir gleich zum Dorfladen. Dann werden wir uns mal das andere Gefährt schnappen. Und werden dann eine Buttermaschine, denke ich, kaufen. So, warum kann ich hier keine Tür öffnen? Jetzt weiß ich gar nicht. Wir hatten gestern. So, hier müssen wir mal testen. Ich weiß nämlich nicht, wo jetzt die Sachen verkauft werden und wo nicht. Ja, das war keine gute Idee. So, dann lassen wir die jetzt mal so stehen. Es sind natürlich die Käse rausgefallen. Die werden wir natürlich gleich wieder da reinräumen. Ich weiß gar nicht, wann wir die anderen, zu welchem Zeitpunkt wir die da reingetan haben. Wir werden es mal austesten. Schon jetzt. Also wie gesagt, wir werden hier mal überall die Käse verteilen und werden dann mal schauen, weil sie, wo wird er verkauft, wo wird er nicht verkauft. Weil, ja, die haben wir noch nicht gemacht und da müssen wir mal gucken. Letzter Käse, den wir jetzt hier haben. So. Das haben wir so, dann würde ich sagen, lass uns mal eine Buttermaschine kaufen. Jetzt müssen wir mal gucken. Frage, wo wird die Buttermaschine sein? Wird die unter Hof Bergmann dann sein oder? Hof Bergmann. Ne, da haben wir nichts. Ja, dann. Jetzt einfach mal gucken, weil ich weiß es nämlich tatsächlich wahrscheinlich hier. Genau, die wäre es. Was kostet das Ding? Ja, kaufen wir. Drei. Ja, ich denke mal, vier Stück müssten reichen.
So, dann müssen wir mal gucken. Theoretisch, aber nur theoretisch, müssten wir ja die Sachen. Das dann. Das kriegen wir zum Hof. Das ist doch schon mal ganz gut. Guter Maschine. Das hier. So, bisschen weiter weg. Gucken wir mal. So, kommen wir hier irgendwie rein? Wäre interessant, ich frage für einen Freund. Dann lassen wir einfach mal vorspulen. Und ja. Wunderbar. Ja. Das gute Stück einfach mal woanders dahin. Halb des Händlers stellen. Nee, das will ich nicht so. Will. Die Tücken des Alltags. Naja, jetzt zeigt sie nichts an. Ja. Wie gut, dass wir gut gefrühstückt haben. Dann bringen wir die schnell zum Hof. Würde ich mal jetzt schnell sagen. Ja, genau. Da regt der olle Bauer die Buttermaschine rum. Naja. Was soll man machen? Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt in den nächsten Folgen, wenn wir es dann erleben, weil, dann haben wir den Verkauf. Aber wie gesagt, den Käse haben wir jetzt schon mal drin. Wir werden jetzt gucken, dass wir Butter machen. Dass wir die dann noch in den Hofladen bekommen. Und ja, ansonsten müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Gerade zum Thema Kühe. Da müssen wir mal schauen. Wir haben ja die. Wir haben ja jetzt welche am Hof und wir haben ja noch die anderen Kühe, die jetzt quasi am ja, die Sojabohnen wachsen wunderbar. Ja, und wir haben ja die anderen Kühe jetzt auf der kleinen Weide. Ja? So, wir haben festgestellt, maximal 50 Kühe gehen in den Stall rein und dann ist fertig. So viel können wir aber nicht reinhauen, weil wir müssen ja gucken wegen der Produktion. Also Reproduktion quasi der Kühe. Den Nachwuchs kriegen sie nur, wenn Platz ist. Wenn die 50 Kühe ausgeschöpft sind, ist kein Platz mehr da. Passiert nichts mehr, ha? Ist doof. Deswegen, da müssen wir gucken, dass wir das so bei 40 halten und dann so bei 48 oder so, keine Ahnung, gehen wir hin.
Damit die Produktionsrate nicht runtergeht, werden wir hier dann die Kühe zur Weide rausspringen. So, wir haben jetzt mitgekriegt, die Weide nimmt 15. Die Weide nimmt 15 Kühe an. Dann ist die Kapazität fertig. Jetzt würde mich interessieren, hat denn von euch jemand schon die andere Weide gekauft? Weil es gibt ja noch eine andere Weide, und zwar hier RIP. Moment. Wir haben ja hier nochmal eine Kuhweide. Ist die Frage, nimmt die jetzt mehr auf oder nicht? Das könntet ihr mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich echt super interessieren. Ob ihr das wisst. Nimmt die mehr an, und wenn, dann was sie annimmt. Das wäre dann halt so das. Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ja. Jetzt hier, die Hof Bergmann spiele ich ja noch so ein bisschen privat. Ja, da habe ich allerdings halt das, dass ich da noch keine, also da hatte ich mir die Weide geholt. Aber glaube ich gerade mal zwei Kühe drauf oder so. Fahren wir jetzt schnell die Butter noch hoch. Nee, hier kam ja nicht raus. War der falsche Weg. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann am besten gleich oben bei der Käserei. Wenn es euch gefallen hat, meine Freunde, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Ansonsten schreibt ihr mal, ob ihr das wisst mit der Kuhweide. Und ja, über ein Follow würde ich mich super freuen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ansonsten habe ich noch andere LS-Projekte momentan. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und ja, macht's gut. Tschüss, euer Bello.